Mitten in Berlin treffen wir die Menschen, die dieses Krankenhaus so außergewöhnlich machen. Ich bin schon seit 20 Jahren hier. Ich glaube, das sagt dann schon alles. Das ist wirklich ein ganz exzellentes Umfeld. Für mich ist die Charité immer der Wunscharbeitsplatz gewesen. Laut dem Rechercheportal Statista ist die Charité das fünftbeste Krankenhaus der Welt und das beste Europas. Das liegt unter anderem an diesen Menschen. Aber was ist denn mit dem Pflegenotstand, den Nachwuchssorgen bei Ärzten und der schlechten Förderung der Wissenschaften? Die Charité findet Antworten mit Menschen wie Andrea Sander. Andrea ist eine von 4.700 Pflegekräften an der Charité. Und sie weiß noch genau, wie es war, als sie 2015 anfing. Als ich hier gelandet bin, wusste ich, okay, super, will ich hier. Das Team ist toll, die Patienten sind super, ich fühle mich hier wohl, finde das Fachgebiet spannend. Und dann bin ich hier geblieben und seit fast 4 Jahren jetzt auf der Station. Besonders wichtig ist es für Andrea, mehr Zeit für ihre Patienten zu haben. Der Personalschlüssel, also das Verhältnis, wie viele Patienten von wie vielen Pflegern versorgt werden, ist in der Charité traditionell besser. Gerade kämpft die Belegschaft wieder einmal dafür, dass es noch besser wird. Als Vorbild sozusagen für die gesamte deutsche Klinikbranche. Davon profitiert auch Jelin. Guck mal, ich habe eine Inhalette mitgebracht. Die anderen kennst du ja schon. Guck mal, die kannst du halten. Hast du das Mundstück? Mehr Zeit bedeutet in der Pflege mehr persönlicher Kontakt, mehr Herzlichkeit und am Ende bessere Heilungschancen. Ich bin auch selbst gesundheitlich schon mal hier gewesen. Meine Familie war hier. Wenn ich in eine Rettungsstelle gehen würde, würde ich tatsächlich hier hingehen. Ja, also ich bin auch hier wirklich überzeugt. Diese Überzeugung und Haltung, hey, wir kümmern uns um dich, spüren die Patienten. Also mir geht's sehr gut und ich habe mich halt gefreut, dass ich im Fernseher bin und war sehr aufgeregt. Ist ja klar, Jelin und ihre Mama hatten nicht mit uns gerechnet. Aber auch, dass wir einfach so reinschauen dürfen, zeigt das Vertrauen zwischen Patienten, Angehörigen und Pflegern. Pflege hatte ich ursprünglich gar nicht als erstes Ziel. Ich habe mal angefangen, Geowissenschaften zu studieren nach dem Abi und habe dann direkt gemerkt, ah nee, ich möchte was mit Menschen machen. Und so bin ich eigentlich reingerutscht. Und nach der Ausbildung habe ich mich dann in der Charité beworben und habe die Charité dann kennen und lieben gelernt tatsächlich. Seitdem hat die Charité eine engagierte Pflegerin mehr. Zum Gesundwerden gehört auch, dass man sich wohlfühlt. Die Charité experimentiert deshalb auch bei der Einrichtung. Holzelemente und Farbakzente ersetzen in einigen Zimmern inzwischen das schlichte Krankenhausweiß. Andrea ist schon wieder eine Tür weiter. Und zwar bei der 27-jährigen Sabina. Für sie bedeutet die Charité seit einigen Wochen Hoffnung nach einer langen Leidenszeit. Ich kann es mir auch nicht erklären. Ich war halt auch bei vielen Ärzten. Ich wurde operiert. Ich habe Bronchiektasen dadurch bekommen, dass ich halt die Entzündung immer habe in meiner Lunge. Und ja, das ist krass. Also das ist vorher auch nicht irgendwie so entdeckt worden tatsächlich. Aber jetzt ist es halt super, dass ich durch die Charité sagen kann, dass ich endlich ja, eine Krankheit habe, die natürlich sehr selten ist, aber die durch dank der Charité natürlich auch in der Forschung ist. Dass man da irgendwann eine bessere Therapie auch findet. Erst die Experten in der Charité entdecken, dass Sabina die seltene Lungenkrankheit PCB hat. Seitdem ist sie hier in Behandlung. Das ist halt auch das Schöne an dem Job immer, ne? Die Patienten und ihre Geschichten. Es ist einfach spannend zu sehen, ne? Und wie du einfach nicht wusstest, was es ist und das aufgeklärt werden konnte. Erfolg und das Selbstbewusstsein, die bestmögliche Behandlung zu bieten. Ein wichtiger Faktor für Andrea, hier zu bleiben. Ich hätte nie gesagt, Pflegemanagement ist meins, aber ich habe es hier kennen und lieben gelernt. Bin sehr glücklich hier. Nicht nur wegen Andrea ist die Charité viel mehr als ein Krankenhaus. Insgesamt über 100 Fachkliniken und die dazugehörenden knapp 500 Fachärzte sind hier vereint. Einer davon, Dr. Björn Weiß, Facharzt für Anästhesiologie und Intensivmediziner. Dr. Weiß ist unterwegs zu einem Patienten in Usbekistan.
Dank der innovativen Telemedizin-Plattform Erik ist er gleich bei der Untersuchung in der Intensivstation live dabei. Hello. Hello. How are you doing? I'm fine. How are you? Very good, very good. Der Patient hat akute Atemprobleme. Dank der Medizinplattform Erik kann Dr. Weiß mit seinem Kollegen den Zustand des Patienten, die medizinischen Werte und konkrete Symptome in Echtzeit prüfen. Fast als ob er dort wäre. Das ist auf jeden Fall etwas, was am Anfang steht. Das ist ja eine ganz neue Art von Medizin, von digitaler Medizin. Und wir werden hoffentlich in 10 Jahren uns da noch mal einen ganz riesen Schritt weiterentwickelt haben. Gemeinsam beraten die Ärzte über die akute Versorgung des Patienten. Der Rat des Intensivmediziners der Charité wiegt dabei schwer. Wir haben verschiedene Aspekte der Therapie besprochen und wir werden den Patienten morgen wieder angucken. Letzte Absprachen mit dem Kollegen und schon steht der nächste Termin an. Wieder Video, diesmal in-house. Jetzt weist er seine Kollegin Dr. Wiltrud Abels in einer Testsituation über Erik ein. Egal an welchem Ort der Welt man ist, kann man letzten Endes hiermit natürlich sich an jeden beliebigen Ort im Grunde genommen schalten. Das Wissen nicht nur auf einige wenige Krankenhäuser beschränkt bleibt oder auf universitäre Einrichtungen, sondern dass man eben mit solchen technologischen Möglichkeiten Wissen verfügbar machen kann, egal an welchem Ort der Welt. Dr. Abels erlebt Erik zum ersten Mal. Sie will demnächst in Björns Team wechseln und Erik steuern. Dafür muss sie wissen, was Erik so drauf hat. Kannst du mal die Augen einmal bitte aufmachen? Genau, wenn ich einmal hier ganz kurz. Genau, also ich kann auch die Pupillomotorik gut beurteilen von hier aus, ne? Björn und sein Team können aber nicht nur per Video helfen, sie können sich so auch selbst Rat holen. Experten der Charité oder weltweit von einer anderen Großklinik holen sie in speziellen Fällen einfach dazu. Also ich finde es ganz spannend. Die Interaktion mit dem Gerät ist ja viel, viel lebhafter, als ich mir das vorgestellt habe. Dass er einen quasi anguckt per Bildschirm, den Kopf dreht, ja, sich jemandem zuwendet, sich an verschiedene Positionen stellen kann. Ich finde es spannend. Für genau solche innovativen Möglichkeiten ist Dr. Weiß an die Charité gewechselt. Ich bin auf jeden Fall hierher gekommen, damit ich forschen kann, lehren kann und klinische Versorgung machen kann. Ich glaube, diese Chance ist hier einfach einmalig. Forschen, behandeln und lehren. Und das auf höchstem Niveau. Für viele Ärzte ein Mix, der so nur an der Charité möglich ist. Dazu die Möglichkeit, internationalen Ruf zu erlangen. So wie Professor Dr. Markus Mall, einer der modernen Helden der Charité. Sein Schwerpunkt: Lungenerkrankungen, speziell Mukoviszidose. Eine Erbkrankheit, die auf Dauer zu einer starken Schädigung der Lunge führt. Professor Mall behandelt gerade die 11-jährige Hanna. Sein Ansatz: sogenannte personalisierte Medikamente. Das ist natürlich sehr schön zu sehen bei den Patienten, ist aber wirklich auch ein Durchbruch für die Behandlung der Mukoviszidose, aber glaube ich auch ein Durchbruch für die Medizin insgesamt. Hanna hat durch die Charité und Professor Mall die wohl weltweit beste Behandlung für ihre Krankheit. Auch weil in den Häusern der Charité die Wege so kurz wie möglich gehalten werden. Zur Lungenfunktionsmessung sind es nur ein paar Schritte. Pflegerin Marion übernimmt Hanna. Sie ist fest in die Anwendung der personalisierten Medikamente eingebunden. Wir gucken immer, dass wir zielorientiert halt auch uns immer weiterentwickeln. Und ich glaube, da ist hier schon ein besonderer Ort, wo das halt einfach auch erwünscht ist, dass es immer weitergeht und dass man sich immer weiterentwickelt. Super. Kannst du deine Schuhe schon wieder anziehen? Und wieder sind es für Hanna nur ein paar Zimmer weiter zur Physiotherapie. Alles unter einem Dach. Physiotherapeut Oliver Schulle und die Rüttelplatte helfen Hannas Körper, den Schleim, den sie durch die Krankheit produziert, zu lösen. Ich kann mir gerade nichts Besseres für mich vorstellen, dass ich so unmittelbar helfen kann. Also in dem Moment schon merke, meist während der Behandlung schon,
dass die Patienten davon profitieren, von der Arbeit. Kurze Wege, moderne Technik und Spezialwissen. Dafür steht die Charité. Manch einer wird sogar berühmt. Wie Christian Drosten. Als einer der führenden Virologen ist er in der Corona-Pandemie der gefragteste Arzt Deutschlands. Damit rückt die Charité wieder einmal ins Rampenlicht. Als Ratgeber der Bundesregierung informiert uns Professor Drosten, wie es mit Corona weitergeht. Das Virus hat sich nicht verändert. Das ist erstmal das Allerwichtigste zu wissen. Es ist einfach ganz schwierig im Moment. Die Informiertheit der Bevölkerung ist aber das Entscheidende in dieser Situation. 2020 betreuen die Mitarbeiter der Charité über 780.000 Patienten und Patientinnen, durchschnittlich 2.150 pro Tag. Um dem gerecht zu werden, unterteilt sich die Charité in 17 Zentren. So organisieren sich die Fachbereiche besser. Wir wollen noch mehr entdecken und dürfen in die Forschungsabteilung. Eigentlich für Unbefugte verboten, aber wir kriegen eine Ausnahmegenehmigung. Hier wird geforscht, um zukünftig Leben zu retten. Auch Professor Mall treffen wir hier wieder. Das gehört bei uns an der Charité dazu, ja? Dass man eben Arztzahn eben das auch bedeutet, dass man noch aktiv im Labor in die Forschung eingebunden ist. Heute Morgen nimmt das Team zum Beispiel Proben einer Patientin und testet sie sofort hier im Labor. So sammeln die Ärzte schnell Erkenntnisse für das perfekte personalisierte Medikament. Dr. Simon Gräber ist stolz, bei dieser Forschung dabei zu sein. Ich liebe es, mit den Patienten zu arbeiten. Also es erfüllt mich natürlich mit sehr viel Freude. Deswegen bin ich Arzt geworden. Aber eben die Möglichkeit zu haben, trotzdem an der Forschung mitzuwirken, um eben das Leben der Patienten nachhaltig zu verbessern, das erfüllt mich schon immer mit sehr viel Freude. Schneller, besser, effektiver. Diese Ärzte haben ihre Berufung gefunden. Das ist auch wirklich das, wofür ich hierher gekommen bin und wofür ich mich auch begeistere und jeden Tag gern dran arbeite. Und wo die Besten sind, zieht es auch den Nachwuchs hin. Aktuell gibt es über 8.600 Studentinnen und Studenten an der Charité. Denn hier ist nichts mit nur im Hörsaal hocken und zuhören. Hier heißt es ran an die Erkrankten. Dafür sorgt seit ein paar Jahren Professorin Adelheid Kuhlmai. Wir integrieren theoretische Grundlagen mit klinischer Ausbildung. Natürlich müssen Ärzte praktische Fertigkeiten haben im Umgang mit Patientinnen und Patienten. Aber sie müssen auch gut kommunizieren können. Sie lernen unter anderem, wie überbringe ich schlechte Nachrichten. Das Ziel dabei? Praktiker finden sowie fördern. Und das Medizinstudium aus den Hörsälen in die Krankenzimmer bringen. Auch Moritz Eggers hat sich dafür entschieden. Er studiert gerade auf der Neurologiestation. Klar, direkt am Patienten. Man weiß halt, wofür man das alles lernt, die ganze Theorie. Wie ein Herz schlägt, lernt man ja zum Beispiel, wie das normal schlägt. Und dann kann man es eben nachmittags beim Patienten direkt untersuchen, wie sich das anhört. Und das ist eigentlich ziemlich spannend. Dabei ist Blutabnehmen das eine. Die Patienten und ihre Ängste spüren etwas ganz anderes. Ich fand die Geschichte der Charité ziemlich spannend. Mit der Gründung als Pesthaus und auch der Name Barmherzigkeit ist ja irgendwie geschichtsträchtig in dem Zusammenhang. Alles beginnt vor über 300 Jahren während der Pest. Im Laufe der Jahre finden sich hier leidenschaftliche Mediziner. Wie Robert Koch. Er gilt als erster Mikrobiologe, schafft zum Beispiel den Durchbruch bei der Heilung der Tuberkulose. Rudolf Virchow, Mitbegründer der Pathologie. Berühmt wird er für seine Krebs- und Thromboseforschung. Emil von Behring, Immunologe und Serologe. Er heilt als erster Diphtherie und Tetanus. Vom Nobelpreis ist Moritz noch ein Stück entfernt, aber Rat bekommt er an jeder Ecke. Es gibt eigentlich für nichts keinen Experten hier.
Das ist auf jeden Fall so. Man kann für jede noch so spezifische Fragestellung mehr oder weniger die Personen anfordern oder ansprechen, anrufen, die sich damit sehr gut auskennt. Bald schon ist Moritz mit dem Studium fertig, ist sich aber sicher. Das würde ich auch jederzeit wieder so machen. Die Charité, die Nummer 1 der deutschen Krankenhäuser. Im Ranking ganz oben, weil die Mitarbeiter hier jeden Tag dafür sorgen, dieses Krankenhaus ein bisschen besser zu machen.